So, Baubericht. Habe ich ein bisschen was gebaut. So. Ah, die wird nicht innerhalb von. Doch. Ja, das kann ich eigentlich wirklich automatisch machen. Das ist halt schon eine heftige Armee. Warte, wie viel? Okay, 91% ist. Das kann ich wirklich automatisch machen. Tja, tut mir leid. Wobei, das hätte ich wirklich eigentlich spielen können, auch wenn es langweilig gewesen wäre. Das war krass overpowered. Aber egal. So, dafür spielen wir vielleicht das da. Was hat der Garnison? Ja, naja, nur die paar Legionäre. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen langweilig. Aber da warten wir noch eine Runde. Hier unten haben wir alles Paletti. Die öffentliche Ordnung ist auch rosig. Alles perfekt. Nee, das mache ich dann anders. So. Ja, GG. Also, es hätte sehr viel besser gehen können, das auf jeden Fall. Warte. Das mache ich mal alles jetzt weg, weil dieser Knabe wird das jetzt nächste Runde einnehmen und jetzt habe ich mir 2000 gespart. Warte, nee, Landwirtschaft nicht, sondern Wachstum. Ich will Wachstum, wobei hier bringt es ja auch nichts mehr. Wachstum bekomme ich ja nicht mehr. So, Noreia. Du wirst hier das da machen. Und das da. Nahrung ist auf jeden Fall wichtig. Vor allem, ich habe nur noch 18. Das ist ein bisschen negativ. Ray. Irgendwas. Bekommt hier. Das ist gut. Das ist doch super. Uiuiui. So. Ich würde später dann auch gerne noch ein Spiel Game of Thrones Board Game spielen. So in einer halben Stunde oder so. Da habe ich gerade sehr viel Bock drauf. Sorry, alle wollen im Frieden mit mir, aber das kann ich leider nicht tun. I'm so sorry. Das ist echt tragisch. So. Zügellose Piraterie. Die jagen wir. Verbotener Agent. Verbotener Agent sogar wurde entdeckt. hier. Na komm. Ja komm, du Feiner. So. Wie viel? 81. 81 ist eigentlich noch in Ordnung. Also unter ein und also über 81 werde ich nicht kommen. Über 81 werde ich nicht kommen. Weil die Türme machen schon. Also wenn man das selbst spielt, dann würde ich. Also ich würde euch raten, das nur dann zu spielen, wenn wirklich. Keine Ahnung. Wenn wirklich sowas ist wie 60-70% oder darunter, also ja, da würde ich es selbst spielen, weil das kann man noch eigentlich besser machen, aber so 12% oder so oder 10% gehen eigentlich immer für oder wegen den Türmen weg, deswegen ja. Ist das völlig in Ordnung? Oh, du hast noch keine Frau? Was ist da los? Oh, ich kann eine. Nee. Schüler kann ich noch nicht wählen. Du hast noch keine Frau?
Beschützende Ehefrau. Das ist gut. Das ist sehr gut. Du hast auch noch keinen Mann, aber bist auch noch nicht gut genug. Wie das klingt. Treuer Ehemann. 10% auf Kinder. Das ist herrlich. Ach, könnte ich doch nur Frieden schließen. Ja. Das fällt einem beim normalen Spiel gar nicht auf, aber mit der Challenge. Also den hätte ich, also die... Krieger will im Kampf allein da stehen. Also die hätte ich nicht angenommen, weil sie in Casalpinia sind. Ja, ist ja gut. Casalpina würde ich gerne komplett haben, deswegen würde ich mit denen nicht Frieden schließen. Aber mit denen würde ich gerne Frieden schließen, weil hier ist ja nichts von mir. Das wäre ganz, ganz gut für mich. Aber, naja. Ach, Struggle. Ja, alles gut. Solange die mich nicht angreifen. Oder selbst wenn die mich angreifen. Hey, habe ich dir erlaubt, mich anzugreifen? Was blöd ist, wieso habe ich hier nur zwei kleine Pekiniere? Der greift mich in der Nacht an. Das ist interessant. Ich probiere es einfach mal. Weil wenn er sich dumm anstellt, dann schaffe ich das sogar. Das wäre natürlich super lustig. Wobei, nee. Oh, okay. Das schaffe ich nicht. Ich habe... Entschuldigung. Ah, Yuki. Ich habe überlegt, dass ich schaffen könnte... wenn es eine normale Mauer gewesen wäre, aber diese Erdwelle von den Barbaren, ja, mit denen kann ich nicht gewinnen. Aber ich kann ihnen hier ein bisschen Schaden machen. So, ich bin mal gespannt. Also schade, dass er nicht von hier angreift, weil mit den beiden Türmen, wow, das würde richtig, richtig wehtun. So, bitte explosiv und los geht's. Explosiv durchfahren. Ey, ich habe gesagt explosiv. So ruckelt das gerade. Ah, ich ziehe gerade viel zu hoch. Er tut gerade so, ob das so viele Einheiten wären. Okay, aber beim Upload ist alles noch in Ordnung. Okay. Wie gesagt, also das hatten wir schon öfters. Bei Katapulten und Artillerien. Immer selbst schießen, wenn ihr die Zeit dazu habt. Da könnt ihr richtig schnell feuern. Und häufig trefft ihr auch besser als die Artillerie. Also ich mache es gerade schlecht vor, aber wenn man gut ist, dann kann man das durchaus machen. So, jetzt muss ich hier mal Gas geben, weil bald kann ich hier nicht mehr schießen.
Ja, jetzt ist es schon soweit. Zur Seite kann ich noch schießen. Schnell, schnell. Gut, gut. Ja, okay. Kann ich nicht mehr. Du hast noch ziemlich viel Muni. Let's go. Männer wanken. Die haben länger ausgehalten, als ich dachte. Ich muss halt die Speerkämpfer ausschalten. Die Werfer, weil das sind die einzigen. Also die Fernkampfeinheiten sind die einzigen, die mir gefährlich werden können. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Aber das war schon mal gut. So, dann vorspulen. Er kann sich ja leider nicht drehen. Und dann ist hier die letzte. Diese Eine gesamte Einheit ist bereits spartanischen Helden. verbraucht. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Oh, ich spule gerade noch vor. Unser General wird angegriffen. Also so eine oder zwei Fernkampfeinheiten wären hier perfekt. Weil dann könnte ich halt auf ja, Jugendliche. Der hat drei germanische Jugendlichen. Jugendliche. Und die sind richtig, richtig. Die sind sehr gut. Ja, schon, die schießen und jede Salve ist mindestens ein Toter. Das ist halt. Das ist halt richtig, richtig madig. Man kann ja den Türmen auch nicht sagen, du, bitte schön, schießt auf die. Die germanischen Jugendlichen machen alles platt. Die machen halt hier komplett alles weg. Ohne die könnte ich gewinnen. Ohne die könnte ich wirklich gewinnen. Naja. Das heißt, wenn ich das hier alles vernichten würde, würde er gewinnen nur mit zwei Jugendlichen. Okay. Mal gespannt, wie viel die Türme platt machen. Das ist ein schändlicher Angriff. Knappe Niederlage. Was war daran knapp?
600 getötet und 250. Also 250 hat, also 850 haben die verloren. Also 250 haben die Türme platt gemacht. Und halt die Artillerie. Ja, mit ein bisschen Fernkampfunterstützung hätte ich das machen können. Einsatz von Söldnern, brauche ich nicht. Natürlicher Tod, blablub. So, das wirft mich natürlich jetzt ein bisschen zurück. Wenn ich hier rausgehe, ist es gleich minus 18. Nee. So, den konnte ich ja mal kurz abfangen, das ist ganz gut. Okay, mit denen hole ich mir jetzt Korsika zurück. Okay, dann, ja. Ja, ich kann leider nicht mehr raus. Okay, nächste Runde wird er wahrscheinlich Partivium erobern. Soll uns aber egal sein. Wie viele Armeen habe ich eigentlich gerade? Nur 3. Das ist ein bisschen zu wenig. Dann werde ich hier mal eine neue Armee aufstellen. So, und zwar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Zwei, vier, fünf. Und ja. Was gibt's hier so? Söldnerinnen. Das ist gut. Ja, passt. Gut, Söldnerinnen sind zwar relativ schlecht im in der Verteidigung, aber sie haben extrem gute Angriffswerte, also so Angriffsdurchschlag und so weiter. Und dementsprechend sind sie richtig gut, um eine Stelle zu penetrieren. Also wenn ihr eine starke Seite habt, also starke Flanken, dann könnt ihr die da auf jeden Fall auch benutzen, um wirklich durchzubrechen. Und wenn ihr ein starkes Zentrum habt, dann könnt ihr damit auch sehr gut nur eine Pikiniers-Einheit, das können wir dann automatisch machen. Wenn ihr ein starkes Zentrum aufbaut, dann könnt ihr die auch hinter einer Pikiniers-Einheit oder starken defensiven Einheit hinstellen und die dann mitten im Kampf öffnen und dann die Gladiatorinnen durchschicken und die metzeln dann alles nieder und dann eben von der Mitte aus geht ihr raus und dann ist es aus dem Aus. So. Ich habe zweimal Athen. Ja, okay, wegen der Forschungsrate. So. Entschuldigung. Ich baue jetzt mal hier die Schmiede aus, damit ich ein bisschen bessere Rüstung und so weiter bekommen. Hier muss ich noch eine Runde bleiben. Und du holst dir jetzt mal Lilia.